Gottverdammter Glückspilz. 1935. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld, kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Docks und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Wie kann ich an ihn rankommen? Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher. Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Auf geht's. Ab zu Serges Haus. Ja, Freunde, das sind jetzt die obersten Köpfe von unserem Endboss. Den müssen wir kriegen. Der Endboss sieht ja auch wie... Halt doch mal deinen Mullen. Ey. Dafür, dass du jetzt dazwischen gerät hast... Dafür, dass du jetzt dazwischen gerät hast, kriegst du jetzt mal ein paar Ohrfeigen. Und oh, guckt euch dieses wunderschöne Auto an. Lasita, so schönes Auto. Weg mit dem Radio. So schön. Oldtimer. Locker 500.000 wert. Okay, war ein bisschen zu übertrieben, aber ist schon. Jeder Autohändler würde sagen, ah, 1 Million ist auf jeden Fall drin.
Wir sind einen Bullenauto vorne gedriftet. Ja, das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Du musst hier weg. Gut so, schlaues Kerlchen. Na, schauen wir mal nach einem... Passen Sie doch auf. Nach einem Weg. Na, hier geht's auch nicht. Da auch nicht. Dann gehen wir mal auf die andere Straßenseite. Oh, schöne Pflanzen hier, ne? Lass mal auf die Karte gucken. Ja, man könnte hier rein. Muss halt nur aufpassen. Dann können wir die Bombe auch platzieren. Wir können da nicht rein. Wieso? Pass doch auf, halt dein Maul. Er hat keine Ahnung. Hier ist es umkommt. Sergios Wacken. Wie komme ich da nur ran? Ach so, da ist doch eine Tür. Oh Mann. Einen Aufkleber haben wir vergessen. Bin vorm Essen zu Hause. Ah, diese alten Telefone. Tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen? Ja, bin noch dran. Oh Gott. Hey, warten Sie! Oh Gott, Scheiße. Oh Gott! Oh Himmel! Oh Gott! Tommy, was ist los? Komm schon. Verdammte Scheiße. Es ging alles schief. Reiß dich zusammen, Tom. Was passiert ist, ist passiert. Daran kannst du nichts mehr ändern. Aber jetzt kriegen wir Sergio. Was meinst du? Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georgios Restaurant am anderen Ende der Stadt. Du musst dich beeilen. Okay. Alles klar, Freunde. Boah, diese alten Telefone, die waren richtig geil, Mann. Die waren richtig geil früher. Dann schnell zu Pauli.
Oh, dieses Auto, ich hab mich so verliebt in dieses Auto. Vielleicht sollte man meine Tour starten zur JP Performance oder so. Vielleicht hat er das Auto in seinem Autohaus. Oh, gar nicht die Bremse gedrückt. Oh, guck mal, wie oldschool das aussieht. Wie geil, Mann. Wie im Film, ey. Tom, alles klar? Ja, die Autobombe ging daneben. Leute, das hat Zeit. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Mit der Mafia, mit dem Mafia-Gewehr. Extra Mafia-Gewehr. Was zur Hölle? Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Dann holen wir uns. Zuerst machen wir dich krank. Los, Tom, leg sie aus. Hey, Spezialmenü schon probiert? Es kommen immer mehr auf. Hab ich dich. Kommt los! Wir müssen ihn nach! Sergio entkommt uns! Tom, wir müssen Sergio schnappen! Er ist hinten raus! Gehen in Deckung! Bring mich hier raus! Bevor sich dieser Idiot selbst umbringt! Kann ich nicht ein Rad hier fahren wie bei GTA San Andreas? Komm schon. Boah, die Kurven sind auch hier schwer. Oh, fuck. Ey, die Kurven sind ja voll schwer! Weg aus dem Weg. Boah, der geht ja so rutschen, Mann. Komm, einmal ein Rad. Wir kriegen den, Freunde, wir kriegen den. Ja, warum kann ich denn schießen? Sehr realistisch.
Ja, Bruder, das geht nicht. Ich muss auch schießen können. Das geht absolut nicht. Ich sterbe gleich. Ach du Scheiße. Idioten, bringt den Arsch um! Suche Deckung! Alle Männer sollen herkommen, sofort! Er kommt von hier! Brauche Ablenkung, er kriegt mir die mache ich zu klein. Jetzt bist du dran! Ist unterwegs! Greif von der Seite an! Ich verfluche diese scheiß Molotov-Cocktails! Nicht mal ein Molotov-Cocktail hab ich bis jetzt in diesem scheiß Spiel gehabt, Mann! Nicht mal ein einziger! Boah, geht mir das auf den Sack, Mann! Junge! Alle Männer sofort! Hey, Maschinengewehr macht Wo ist der? Ach, da ist er. Ja! Oder? Ey, ich hatte den doch! Mann! Ich hatte den! Alle Männer sollen herkommen, sofort! Ich
Molotow ist unterwegs! Bruder, ja klar, ist klar. So sinnvoll, ja genau. Weißt du, ich habe ihn getroffen und dann kann er noch da weiterwerfen, ist klar. Sehr, sehr, sehr realistisch. Boah, das ging doch noch gerade. Brauchst du erst gar nicht dieses Spiel zu spielen, Alter. Ich mach jetzt Auto-Aim an, ist mir scheißegal. Alle Männer sollen herkommen, sofort! Er kommt von hier! Wie komme ich jetzt an dem da oben vorbei, Alter? Ich brauche Medipack. Ich brauche unbedingt Medipack. Guck mal, da liegt ja Molotow, ne? Aber bei mir stand immer 0. Jemand hat mich gesehen. Hier.
Das ist doch Molotow, oder nicht? Check ich nicht. So weit hingegangen. Ich dachte, da käme niemand. Und ich habe wieder vergessen, Auto im Mann zu machen. Er hat's auf mich abgesehen. Schnappt ihn. Ich greif ihn an. Bevor der Molotow wirft. So. Und jetzt her mit euren Kugeln. Wenn, dann müsst ihr zu mir kommen, nicht ich zu euch. Wir haben das. Boah, du Sack, Alter.
er sicher. Hier nicht. Weitersuchen. Er ist hier. Irgendwo. Ich werde ihn nicht los. Oh. Wo sind seine Kugeln? Boah, ist ja ein riesen Gelände, ne? Einfach nur. Wenn es so verbuggt ist wieder. Wofür bezahle ich euch? Ihr nehmt alles auseinander!
zu mir! Greif von... Jemand muss ihn erledigen! Willst du mich verarschen? Ja, komm raus. Von hier! Wofür bezahle ich euch? Ihr nehmt alles auseinander! Das ist sehr wichtig gerade. Das ist die Position, wenn man im Loch ist, Alter. Ein Medipack brauche ich noch. Schießen die.
wichtig. Was ist da oben? Was ist passiert? Ein gottverdammter Zug? Schwierig jetzt. Noch zwei Kugeln. Arschloch! Glaubst du ernsthaft, dass du mich töten kannst? Was habe ich dir gesagt? Niemand kann mir was. So viel Glück hast du nicht, Bastard. Warte, nein. Scheiße. Damit ist das Kapitel.
Kapitel abgeschlossen. Gottverdammter Glückspilz. Wenn Gott nicht mehr, ja, Trophäe erhalten.